Hi Leute, herzlich willkommen. Ja, heute wieder ein Android-Radio zum Einbau und zwar diesmal nicht wie immer an einem VW, sondern diesmal haben wir wirklich ein E39, ein BMW und in diesen bauen wir ein Android-Radio ein. Leute, ich bin echt glücklich, dass ich mal ein Auto außer der Reihe habe. Ich mache das hier mit Chris, das ist übrigens sein Auto. Er wird mich dabei so ein bisschen unterstützen, das wird vielleicht ein bisschen cooler, weil ich kann dann die Kameraführung übernehmen und lass mal die Hände von ihm vielleicht schmutzig machen. So schmutzig wird's nicht. Ja, ich erwarte eigentlich, meine Erwartung wie immer, Plug and Play, nicht viel Aufwand. Wir sehen, wir haben hier ein Lenkrad mit Knöpfen, also mit Lenkradbedienung. Allerdings ist die Sache die, diese Lenkradbedienung oder das Lenkrad wurde nachgerüstet. Wir wissen nicht, ob irgendwelche Kabel hier gezogen werden müssen, wenn man so ein Lenkrad nachrüstet. Also im Originalzustand funktioniert das Lenkrad nicht mit dem Radio, also kommuniziert nicht mit dem Fahrzeugsystem. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das mit dem Radio funktionieren wird. Da wird man wirklich eine Strippe ziehen müssen oder sowas oder umkodieren müssen. Ich habe keine Ahnung. Wer das übrigens weiß, wer sowas schon mal umgebaut hat, kann das von mir aus unten in die Kommentare reinschreiben. Dann wird er sich das vielleicht bei sich umbauen und dann vielleicht die Funktionen des Android-Radios prüfen. Gut, aber erstmal zum Ausbau des Radios, also da wäre ich, zum Glück ist er hier, ich würde nie da drauf kommen, wie man so ein Radio ausbaut. Dafür hätte ich mir wahrscheinlich erstmal wieder 5 YouTube-Filme angucken müssen, um so ein Radio rauszuholen. Da gibt es wohl einen Trick, den kenne ich nicht. Ja, ich kenne mich da halt mehr mit VW aus, da weiß ich bei fast allen, wie das rausgebaut wird. Und das zeige ich euch jetzt erstmal, wenn wir das Radio ausgebaut und abgeklemmt haben, gehen wir zum Tisch, machen ein kurzes Unboxing vom Android-Radio und dann bauen wir es auch ein und gucken uns den Umfang der Funktionen an und wie es auch aussieht in so einem BMW. So, ich nehme euch jetzt mal hier aus der Halterung raus. Zack. So sieht das Original aus. Wir sehen hier ein schönes Kassettenlaufwerk, ne? Richtig oldschool. Ne? Meine Kinder, die wissen gar nicht mehr, was eine Kassette ist. Ich habe denen mal eine Kassette gezeigt, haben die gesagt, was ist das denn? Die wussten nicht, was damit anzufangen. Ne? Und ja, so kann es aussehen. Standardradio. Display ist halt hier so zweifarbig, schnell aus. Sonst gibt es hier gleich einen Strike von YouTube. Ich hätte jetzt wirklich Probleme, dieses Teil rauszuholen. So, und du zeigst uns mal, wie das Ding rausgeht. Bau mal das Radio aus, Chris. Ja, das ist sehr diebstahlfreundlich. Also. Also im Endeffekt ist es ganz einfach. Du ziehst einfach nur hier diesen Knopf ab, gehst mit einem schmalen Schlitzschraubendreher hier unten in dieses kleine Loch. Ne? Also gehst hier irgendwie so rein. Ob das passt, ob das wirklich so klein ist. Oder ob wir noch kleiner gehen müssen. Nee, ich glaube tatsächlich, wir müssen noch was Kleineres, noch schmaler haben. Ja, ich hol dir was. Also einen dünnen Torx. So, neues Werkzeug besorgt und das ist so ein 2,5 mm Imbusschlüssel. Schieb den mal rein. Dann nehmen wir jetzt einfach hier unten das Loch, drücken wir mal schön durch und dann kriegen wir das eigentlich. So. Ah, da kommt das Radio schon raus. Da ist das Radio schon mal draußen. Rausziehen. Zack. Und dann lösen wir hier den Stecker. Muss ich mal gucken, wie das ist. Ach so, genau. Der wird nämlich hier gedrückt und nach hinten geschoben. Zack. Wow, ich hoffe, sowas ist damit dabei. Das habe ich natürlich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier rauskriegen irgendwie, ne? Ich sage jetzt erstmal hier an der Seite die Schrauben raus. Ein paar Kreuze. Ich nehme jetzt einfach, ist zwar Kreuz, aber ist auch egal. So, im Schlitz geht das wunderbar. Zack. Andere Seite. Zack. So. Jetzt müssen wir gucken, kriegen wir das jetzt so raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, da muss irgendwo noch was sein. Dann müssen wir wahrscheinlich hier die beiden Leisten einmal runter. Du hast ein Plastikwerkzeug? Ja, wenn ich schlecht, glaube ich. Dann warte, ich hole. Ich sehe es ja schon. Den flachen, da gehen wir einfach hier rein. Zack. So. Ja, sehr gut, siehst du, gehen wir mal zurück. Ganz schön hart. Hm? Ob das ist, weiß der Geier, wo?
Ja, kann sagst du jetzt gleich hier noch die ganze Dings hier wegnehmen müssen. Und dann hier, da bin ich jetzt gespannt, weil das Ding hat ja einen Startknopf. Und da weiß ich nicht, wie der hier eingebaut ist. Ja, ist ein bisschen. Warte. Von oben muss er drücken. So. So. Ist der Stecker vom Startknopf direkt runtergerutscht. Ja, sehr gut, ey. Zeig mal. Hey. Ja, den müssen wir gleich nochmal drauf machen. Ja, ist ja gleich mal das Kabel wieder raus. Okay. Ja, und als nächstes, um das Kassettenlaufwerk hier rauszuholen, haben wir hier nämlich so eine kleine Schraube. Da, die, da drinnen. Eins. Und zwei da. Genau da oben. Die müssen beide raus. Dann hau die mal weg. Sonst die Frage, ob die hier jetzt auch noch, wir die jetzt auch noch rausnehmen sonst. Ja. Hier ist er schon raus. Ich glaube, die andere Seite ist jetzt wichtig. So. Da haben wir die Radio Station. So. Antenne. Und so ein schöner Stecker. Den macht man hier so ab. Zack. Wir holen natürlich auch die Antenne hier raus. So. So sieht der Stecker aus. Mal gucken, was hier alles dran ist. Also wir haben hier diverse Pins. Wir werden mal schauen, inwiefern das alles hier funktioniert. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich sehe schon hier, hier haben wir Stromversorgung. Oder sogar Lautsprecher. Sag ich mal hier. Ah ja, hier ist die Stromversorgung. Hier haben wir sogar einen Datenbus. Diese dünnen hellen Leitungen. Hier haben wir die Lautsprecher. Und das hier könnte sogar für die Steuerung CD-ROM-Laufwerk im Kofferraum sein. Ob die funktionieren wird, werden wir sehen. Ja, ihr seht hier, wir haben die Leisten abgemacht. Das war gar nicht notwendig. Und hier sieht man schon, da muss irgendeiner dran gefummelt haben. Denn das einzige Kabel, was am Zündanlassschalter oder am Startknopf war, waren diese beiden Strippen. Ne? Und die wurden da einfach so drauf gesteckt, also irgendwas Getüdeltes. Und da werden wir später gucken müssen, welche Kabel müssen wir denn überbrücken, damit das Auto überhaupt anspringt. Aber ich denke, hier ist einfach nur so ein Kontakt, der zusammen, ja, zusammengehört, ne? Wie ein Schalter. Nicht, dass der Motor rückwärts dreht dann, ne? Ja, nicht, dass wir falsch anschließen, genau, dann kannst du nur noch rückwärts fahren. Ist eine Automatik, das war natürlich nicht so gut. Späßchen. Ja, Leute, Radio ist raus, wir gehen zum Tisch und machen ein kurzes Unboxing. Also, kommen wir zum Radio. Dieses unterstützt durch Auto Pumpkin. Dieses wurde zur Verfügung gestellt mit der Anfrage, ob die nicht ein BMW-Video haben wollen. Haben sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Wir wollen. Die wollten ein BMW-Radio eingebaut haben und das machen wir jetzt gerade mal. Und zwar, so. Ich werde jetzt nicht allzu viele Details machen. Also hier haben wir so einen Stecker. Ich sehe hier schon. Es sind nur die Pins für Stromversorgung und Lautsprecher belegt. Die unteren, die da waren für den CD-Wechsler und sowas, sind hier nicht mit belegt. Eine Kennbus-Decoder, ein Kennbus-Decoder. Dann haben wir noch ein zweites Adapterkabel. Da gibt es bei BMW wahrscheinlich abhängig vom Baujahr. Schaut euch das an. So einen Stecker. Ne, das ist ein ganz anderer Stecker. Der ist wahrscheinlich schon fahrzeugspezifisch. Ohne Kennbus-Decoder. Und hier sogar so ein Signalfilter oder sowas. Was wird da drin sein? Schauen wir mal. Eine Sicherung mit einer Spule und Kondensator. Keine Ahnung wofür. BMW spezifisch. Oh, sorry Leute, ey. Ich schmeiß hier jetzt alles raus. So, diese Kiste, die kann mal kurz hier zur Seite. So, wir haben hier einmal einen Anschluss für Frontkamera, Rückkamera, für eine Endstufe und. Dann haben wir Halterungen, ob die jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich möglicherweise BMW-spezifisch oder sowas, um die mit zu verbinden. Das sind Bleche. Solche hatte ich bis jetzt noch nie dabei gehabt. Kann sein, dass wir die gleich benötigen. Das werden wir aber im Rahmen des Einbaus sehen, ob wir das benötigen. Schönes Gadget, dass man sowas hat, wird
nicht immer mitgeliefert. Allerdings benötigen wir diesen nicht. Und da stellt sich bei mir sofort die Frage, passt die Originalantenne, die er da hat, wirklich in dieses Radio? Und ich glaube schon fast, dass wir da vielleicht ein Problemchen bekommen werden. Gut, zwei USB-Kabel und ein Mikroanschluss. Auf den einen steht 3G USB, auf dem anderen steht auch 3G USB. Bedeutet, man kann an beide einen USB 3G Dongle anschließen und das Radio mit dem Internet verbinden. Wobei ich empfehle, hier gibt es dann eine Menge Einstellmöglichkeiten, oder man muss es erstmal einrichten. Was ich empfehle, ist Hotspot übers Handy, zack, fertig, läuft. Und hier haben wir einen Anschluss für ein Mikrofon. Dieses wird hinten ans Autoradio angeschlossen und das legt man sich in der Regel ins Handschuhfach oder so, fertig. Des Weiteren haben wir hier ein Mikrofon. Ich glaube, ich habe hier schon 8 Mikrofone oder sowas irgendwo rumliegen. So ein kleines Mikrofon für das Radio, nicht unbedingt notwendig. Ich habe bis jetzt, das erzähle ich immer wieder, keine Probleme mit dem Telefonempfang. Ja, er ist schlechter als original, wenn man schon mal so, ich sage jetzt einfach mal, so ein Auto gefahren ist und da hat eine originale Freisprecheinrichtung. Ist tipptopp, sauber, alles gut. Ist bei den Android-Radios ein bisschen schlechter. Aber es funktioniert. Mit dem Mikro habe ich beim Kumpel eingebaut einmal, in mein Alhambra auch eingebaut. Ich muss euch sagen, keine Qualitätsverbesserung, teilweise Qualitätsverschlechterung, weil, weiß nicht, ob die einfach billig gefertigt sind oder so, aber teilweise war mehr Rauschen oder Brummen vom Armaturenbrett, welches sich aufs Mikro übertragen hat. Muss man mal für sich entscheiden. Ich empfehle ganz einfach, dieses Kabel für einen Mikrofonanschluss irgendwo freizulegen oder das Mikro anschließen, verlegen und dann entsprechend testen, ist es mit besser oder ohne besser. Ne? Einfach eine Empfehlung von mir, das so zu machen. So, schön. Ich habe mich gerade erschrocken, das habt ihr gehört, mit diesem Teil, dass dieses dabei war. Denn wir haben gerade gesehen, wir haben einen ganz anderen Antennenstecker abgemacht, und zwar den hier. Und da ist ein Umsteck, das kommt ins Radio rein und das vom Fahrzeug. Sehr gut. Ich bin gespannt, wir haben hier keine Phantomspeisung für die Antenne. Kann sein, dass wir hier ein Empfangsproblemchen haben werden, das werden wir aber sehen. Sollte es so sein, dann muss man sich nochmal einen Adapter mit Phantomspeisung klar machen, einbauen. Und dann funktioniert es wunderbar, kann ich euch nur sagen. So, dann habe ich hier einmal eine GPS-Antenne. Diese GPS-Antenne ist auch noch magnetisch. So, dies. Hier ist ein Magnet dran, man kann diese eigentlich aufs Radio oben drauf kleben und dann sind wir fertig damit. Meine Empfehlung trotzdem, aufgrund von Fahrzeugvibrationen, wenn man das zum Beispiel am Schloss, am Rahmen klebt, kann es sein, dass diese runterfällt und irgendwo ganz unten im Unterboden verschwindet. Dann habt ihr ein Problem, dann habt ihr nämlich gar keinen GPS-Empfang. Man muss es nicht aufs Armaturenbrett oder im Himmel befestigen. Ist bestimmt nicht schlecht, funktioniert aber auch, wenn man es einfach im Armaturenbrett einfach versteckt. Hier ist ein Aufkleber, den kann man abziehen. Und dann haben wir hier so einen Aufkleber, damit das Teil auch anständig haftet. Dann haben wir zusätzlich dazu noch eine Wi-Fi-Antenne. Diese, ich mache es so. Ich verlege die jetzt nicht speziell irgendwo und mache sie dauerhaft irgendwo dran. Also das ist die Wi-Fi-Antenne. Das hier, das ist der Anschluss, der am Auto, am Radio drankommt. Ist recht lang. Ich mache es folgendermaßen. Ich lege es in der Regel irgendwo ins Handschuhfach oder irgendwo ins Ablagefach. Und wenn ich mal Wi-Fi brauche, zu Hause, in der Garage, auf dem Hof oder sowas, will mir Updates, Apps draufladen oder was auch immer, zum Beispiel eine Navi runterladen, dann kann man die aus dem Handschuhfach rausholen, vorne auf die Haube drauf machen oder ihr macht sie halt direkt irgendwie in den Außenspiegel oder verlegt die irgendwo, wo es euch passt. Ist halt mit sehr viel Aufwand verbunden. Meine Empfehlung, einfach irgendwo hinlegen, wo man die ratzfatz schnell rausholen kann, vorne ausrichten kann, wo man die benötigt, fertig, denn ewig braucht man die nicht. Und wenn man einen Hotspot macht im Auto übers Handy, dann könnt ihr das Ding natürlich auch im Handschuhfach lassen, da braucht ihr ihn natürlich nicht rausholen. So, das wäre alles zu den Anschlüssen und Adaptern. Ne, wie schon erwähnt, CAN-Bus-Decoder, dieser Anschluss, wir haben zusätzliche Anschlüsse, sind hier nicht vorhanden. Und ich erzähle es oder ich sage es immer wieder, Leute, was steht hier? Reverse In, Rückwärtsgang in. Seht ihr? Hier ist ein Rückwärtsgang in.
Reverse In, der kommt vom Decoder, denn das Auto kriegt wahrscheinlich ein CAN-Bus-Signal, ist übrigens eine Automatik, kriegt ein CAN-Bus-Signal, welches dann hier zum Radio geht und das Display auf Rückwärtsgang schaltet. Des Weiteren haben wir hier noch ein Kabel, das machen viele, viele machen diesen Fehler. Wir haben hier eine lose Strippe, Leute, so, die Strippe ist lose. Es sieht bei jedem Radio sieht's anders aus, ne? Also es sieht bei allen anders aus. Und ich kann mir gut vorstellen, hier ist nichts beschrieben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man den abzieht und weiß auf weiß steckt, weil wir haben blau-weiß und der ist auch weiß. Teilweise ist es so, dass die komplett voneinander getrennt sind und einfach lose hier hängen. Und viele Leute, die sich so ein Android-Radio einbauen, ich sag's euch nur, es sind wirklich viele. Ich kriege jeden Tag mehrere Nachrichten, wo die Leute sagen, meine Batterie wird leer gefressen, Rückwärtsgang wird nicht erkannt oder sonst irgendwas. Die schließen einfach irgendwie irgendwas hier zusammen, weil dann, oh ja, der Stecker ist abgegangen. Nein, Leute, der ist nicht abgegangen, der ist absichtlich ab, damit das so funktioniert, wie es hier ausgeliefert wird. Und lasst es auch bitte so. Und wenn die Stecker lose sind, dann lässt man die erstmal lose. Und wenn ihr was drauf macht, so einen Stecker zusammen macht, dann erinnert euch bitte daran, wenn das Radio irgendwelche Fehler macht. Weil wahrscheinlich liegt es da dran. Dann überbrückt ihr nämlich den CAN-Bus-Decoder und dann geht das Radio nicht aus. Es geht über den Zündschlüssel nicht aus. Ihr müsst es manuell ausmachen. Wenn ihr es manuell ausmacht, dann sieht es wahrscheinlich die Batterie leer, weil das Radio nur in Standby geht. Ist wie wenn ihr ein Tablet einfach in Standby gibt. Standby versetzt. Problem bei Android-Radio und mit CAN-Bus-Decoder ist folgendes. Der CAN-Bus, der geht dann nicht schlafen. Der geht in der Regel, je nachdem welches Steuergerät das ist, zwischen 2, 3, 5 Minuten und 3 Stunden oder sowas geht so ein CAN-Bus in den Schlafmodus. Und wenn man hier nämlich was falsch anschließt, dann geht er nämlich nicht mehr in den Schlafmodus und zieht sich schön seine Ampere rein. Dann bleibt die, wenn man ein aktives System hat, dann bleibt die Endstufe an. Die ganzen Steuergeräte, die bleiben nämlich wach, weil der CAN-Bus nicht in den Schlaf versetzt wird. Und dann könnt ihr nämlich am nächsten Tag überbrücken oder vielleicht sogar erst nach 4 oder 5 Tagen. Ne? So, das einfach nur zur Info, Leute. Deshalb, wenn ihr sowas macht, sage ich auch in allen anderen Videos, holt euch einen Kumpel, der sich mit sowas auskennt. Ihr seht, Radio mal eben ausgebaut und ich hoffe natürlich, Plug and Play, dass man hier nichts Großes beachten muss. Denn viele von euch fragen mich auch, hey, baue mir mein Radio ein. Und ich mache es extra so, ich zeige euch, wie es ausgebaut wird. Ich zeige euch, wie es eingebaut wird, damit ihr es vielleicht auch selbst machen könnt oder mit einem Kumpel zusammen. Denn ich kann euch eins sagen, ich kann euch leider euer Radio nicht einbauen. Ich bin wirklich bis über den Hals voll beschäftigt. Und wenn ich mal hier nicht beschäftigt bin mit einem Video drehen, dann bin ich mit den Kindern draußen unterwegs und spiele mit ihnen ein bisschen. Die Zeit muss auch sein. So, Leute, ohne Ende geschnackt. Habe ich schon fast vergessen, das Unboxing vom Radio oder euch zu zeigen, wie das Radio aussieht. So, ich mache die Kamera wieder so ein bisschen zurück. So, ich habe die so ein bisschen gezoomt. So, was haben wir hier? Also, das ist erstmal ein 8-Kern 64-Bit-Prozessor. Corex, ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Lasst mich gerade mal gucken. Es gibt so viele verschiedene, ich kann es mir nicht mal merken. Ich sag euch das gerade. Wir haben ein Android 8.0, CPU 8-Kern 64-Bit, Corex A53, 1,5 GHz. Den hatten wir schon. Wir hatten einmal auch einen 1,8 GHz Prozessor, meine ich. Ich habe keine Unterschiede in der Leistung, Qualität bemerkt oder so. Alle Radios funktionieren genauso, genauso schnell. Alles ist wunderbar. Egal, ob es ein 1,5 GHz, 1,8 GHz oder 6 oder 8 Kerne. Dann haben wir 4 GB RAM und aufrüstbar auf 32 GB ROM. Speicherkarte rein, zack, fertig. Display 7 Zoll 1024 x 600 und Hamburg Warehouse. Das ist Spaß beiseite, Leute. So, ist aus Hamburg gekommen. Passt in den BMW E39, E53, E39 New 40 Pin Connector. Das ist wahrscheinlich der hier, New, weil das sieht mir hier nämlich old aus. Dann Old 17 Pin Connector in den E53 und in den M5, 96 bis 2003. Ja, passt doch schon in ein paar Fahrzeuge rein. Okay, mehr Infos habe ich hier erstmal nicht. Ich würde sagen, wir schmeißen das Ding rein und schauen uns dann, wenn das Radio läuft,
die Live-Daten an und gehen einmal durchs Menü. Alter, Leute, das Ding sieht einfach geil aus. Wie original. Ach, wie original. Besser. Besser, weil das Originale war zweifarbig und getrennt. Es gibt die Fahrzeuge wahrscheinlich noch mit so einem großen Bildschirm auch. Aber das ist mega. Und was noch mega ist, ich habe mir gerade Sorgen gemacht, dass wir hier kein CD-ROM-Laufwerk haben. Dass das auch wieder so ein Attrappenschlitz ist. Nein, ist es nicht. Wir haben hier eine Transportsicherung fürs CD-ROM-Laufwerk. Dieses machen wir ab. So, dieses machen wir ab. Das muss auch abgemacht werden. Achtet da drauf, wenn ihr das nicht macht. Kann sein, dass das CD-ROM-Laufwerk blockiert, vielleicht sogar kaputt geht. Denn das ist nur die Transportsicherung. Gut, hier haben wir ein Mikrofon oben. Das ist das Mikrofon. Deshalb sagte ich, guckt, ob ihr ein Mikrofon einbauen wollt oder einbauen müsst. Es ist nicht unbedingt notwendig. Wenn das Armaturenbrett nicht zu sehr rappelt, dann habt ihr einen super Empfang über dieses Mikrofon. Aber legt es euch so zur Seite, dass ihr es gegebenenfalls nachrüsten könnt, schnell, ohne das Radio wieder rauszuholen. So, wir haben hier einmal IR, steht hier drauf. Das ist für Infrarot, für eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung war hier nicht dabei. Man kann sich vielleicht eine Universalfernbedienung anschaffen oder runterladen im App Store aufs Handy, wer noch Infrarot hat. Dann haben wir hier einmal den Reset-Knopf und sonst alles wie original, bis auf, dass wir hier einmal einen SD-Karten-Slot haben. Hier können wir eine Speicherkarte reinmachen und hier steht GPS. Dieser Slot ist frei. Wir können eine GPS-SD-Karte reinmachen. GPS-SD-Karte bedeutet jetzt nicht irgendwas Spezielles, sondern ihr könnt euch eine GPS zum Beispiel zu Hause auf dem Computer runterladen, auf die Speicherkarte reinmachen. Und ich weiß nicht, irgendwas hat das mit dem Zugriff zu tun, dass hier GPS reinkommt. Denn wenn ihr hier nämlich den Navi Knopf drückt, hier ist ein Navi-Knopf, dann greift er auf die Speicherkarte zu. Aber wenn ihr es nicht auf die Speicherkarte reinmacht und gar keine Speicherkarte reinmacht, könnt ihr es direkt aufs Radio installieren. Und ich glaube sogar diese 32 GB ROM, die sind nicht zum Aufrüsten, sondern ich glaube, die sind hier schon integriert. Also 4 GB RAM, 32 GB ROM, das werden wir gleich in den Einstellungen sehen. So, und ich bin auch echt gespannt, ob hier eine Navi drauf ist, denn ich glaube schon fast, hier ist keine Navi drauf. Das werden wir gleich sehen. Und wenn keine Navi drauf ist, das ist kein Problem. Pumpkin anschreiben, die stellen eine Navi zur Verfügung. Oder ihr habt einen Favoriten im App Store, den ihr vielleicht sowieso schon auf eurem Handy nutzt. Einfach runterladen im App Store, hier draufschmeißen und es funktioniert wunderbar. Unter anderem auch Google, wenn ihr euch mit eurem Konto einloggt, Google Maps runterladen, offline verfügbar machen, zack, boom, fertig. Ihr könnt euch eine Urlaubsroute an der Garage vorm Haus ausrechnen lassen über Google, dann macht ihr diese Route offline zur Verfügung stellen und dann lädt er das Zeug runter und ihr habt eigentlich eine vollwertige Navi. Anschlüsse hinten. Wir haben hier einmal diesen Anschluss von diesen hier. Also die sind bei allen China-Radios gleich aus. Dann haben wir etliche Steckbuchsen hier. Das sind die für diese, ja, für die ganzen Kabelbäume hier, ne, die hier liegen, für Mikro, für alles. Und für GPS haben wir, GPS ist hier und hier ist Wi-Fi. Hier ist USB 3G, steht sogar drauf und hier haben wir die Antenne. Ja, das wäre es eigentlich zum Radio. Ich würde sagen, fertig, wir gehen rein, schmeißen das Ding rein. Ratzi-fatzi und bewundern, wie es läuft. Leute, lass uns zum Auto gehen. Ja, bevor wir mit dem Einbau beginnen, ist mir gerade noch was aufgefallen. Und zwar, oder den Chris ist was aufgefallen. Wir haben hier so eine Blende. Und vier von hinten, so ein kleines Loch. Da gehen wir hier rein und drücken diese Abdeckung raus. Das gleiche machen wir hier. Und drücken diese Abdeckung raus, da kommen nämlich gleich Schräubchen rein und damit wird ja dieses System oder das Radio festgeschraubt. Ab geht's zum Auto. So, hier müssen wir jetzt noch den Rahmen ausbauen und da haben wir da eine Schraube und das gleiche haben wir nochmal hier auf der Seite. So hier, die müssen raus und dann können wir nämlich den kompletten Rahmen rausholen, denn das stört natürlich alles hier. Du kommst aber nicht mit den Fingern rein, ey. So.
Ja, das ganze Material hier, ne, das, also die Blende, die geht hier ziemlich tief rein und die muss so ein bisschen aufgebogen werden beim Rausziehen. Das ist natürlich aufwendig, oder nicht aufwendig, sondern ja, nicht ganz einfach. Ja, mal überlegen. Ja, im Zweifel die Klimabedienung noch raus. Ja, aber was meinst du denn, könnte das nicht? Kann sein, dass hier das Ding jetzt von unten noch geschraubt und für mich nicht, ne? Ja, nicht, dass das Handschuh verhaken muss. Wie weit sitzt der denn da drin? Eigentlich bist du kriegst den nicht so rausgezogen jetzt hier. Ah, guck. Ah, siehst du. Ja. Gut, okay. Kommentiere ich oder kommentierst du? So, jetzt müssen wir hier diese Bleche einsetzen. Das heißt, der Rahmen ist jetzt komplett raus und wir setzen jetzt die Bleche hier so rein. Passt natürlich von der Höhe super. Wir müssen mal gucken, ob wir hier auch vernünftig reinkommen. Nehmen wir jetzt hier die mitgelieferten Schrauben. Ja, die Originalen sind auch Blechschrauben, wo? Ja. Und das hier sind so, deswegen, so. Keine Ahnung, was sie damit wollten. Fakt ist, jetzt können wir hier natürlich mit den beiden Löchern hier unten gucken, wie der Winkel halt sein muss. Ne? Aber ich glaube, wir nehmen den kleineren. Ich hätte es gerade gemacht, so. Ja, ja. Ne? So auf das erste Loch direkt. Zack. Ich bin mal gespannt, ob das passt. Schon ganz schön tief oben. Ne? Ja. Ja, sind die Schrauben denn, ja gut, die Schrauben sind auch recht lang, die dabei sind. So, wir müssen jetzt hier als erstes anfangen, bevor wir das Radio, das Schmuckstück reinschmeißen, natürlich alles verkabeln. Wir wollen natürlich nicht als erstes hier Strom anschließen, sondern wir wollen hier USB drin haben. Dann wollen wir die GPS, nein, aber die Wifi-Antenne, die soll hier auch drin sein. Also müssen wir die Kabel vom Handschuhfach bis hier hinziehen. Und wenn wir das gezogen haben, ne, damit das Radio nicht im Weg ist, wenn wir das gezogen haben, dann schmeißen wir erst den Kabelsatz. Ach so, ja. Und die GPS muss natürlich auch noch gelegt werden. Und das machen wir jetzt mal gerade. So, steckst das Ding einfach mal gelegt. Fällt das nicht runter vielleicht oder so? Was sagst du? Ja, würde ich nicht sagen. Ne? Das ist schon... Ist schon stramm drauf. Okay, ja, dann mach mal das Kabel da direkt dran auf GPS. Ne, lass doch so zu. Ich weiß nicht, wo du... Lass doch so. Ne, stimmt, die bleibt ja hier, ne? Ja, ja. Also hier war GPS, hast du gesagt, ne? Ja, GPS. Dann machen wir das mal hier drauf. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die WLAN... Das WLAN, die WLAN-Antenne, dass wir die mal hier durchziehen. Kannst du da irgendwo irgendwas sehen? Kannst du mir das ja, irgendwie durchschieben oder so? Oder muss ich dir das durchschieben? Warte, weil ich brauche ja die Antenne, die brauche ich ja im Handschuhfach. Du musst von innen, glaube ich, du musst das Kabel aber lösen. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Also ich sehe Licht auf jeden Fall von hier aus. Ich auch. So, und da würde ich sagen, nehmen wir hier, haben wir so ein Loch. Wenn er Licht sieht, dann muss es diese Öffnung sein. Und da müssen wir hin. Ach, ich sehe schon seine Hand. Ich tanze darum. So. Und nicht zu viel? Nein, nein, nicht zu viel. So, dass du das Radio gerade mal rausholen kannst, fertig. So, und dann bleibt das Zeug, bleibt nämlich hier im Handschuhfach. Und als nächstes kommt das. Und zwar ist das USB und Mikro. Das Mikro werden wir erstmal nicht anschließen. Wir nehmen nämlich nur das USB. Jetzt schieben wir auch wieder in das gleiche Loch. So, die kannst du schon mal ein bisschen mehr ziehen, damit die Kabel, ich weiß nicht, wie lang du die brauchst, die reichen ja, wenn sie kurz sind, ne, so. Ja, klar. Du hast nicht drin. So, so wird es reichen, dann hast du das Restkabel da versteckt. So, und das kommt hier bei 3G USB drauf. So, wunderbar. So, dann haben wir hier die Antenne. Das Bananenstecker hier rein. Ja. So.
So. Die anderen, die werden wir natürlich nicht belegen, weil er hat hier keine Endstufe, kein gar nichts. Die lassen wir erstmal außen vor. Keine CD-Bedienung, so wie es aussieht. Die ist ja hier, aber da ist ja der Anschluss nicht für vorgesehen. Deshalb bleibt das auch erstmal so. Das ist ja interessant, dass die hier so zu aussehen. Diese Art Stecker habe ich noch nie gesehen. Das war ein normaler Fracker. Fracker. So. Du bist ja den ja. Ja, mach mal Antenne drauf. Wir können ja jetzt anfangen, alles anzuschließen. So. Sind wir eigentlich so weit? So, genau den hier. Zack. So, drauf. So, dann haben wir nur noch den großen hier. Ja, Strom drauf und muss laufen, ne? Ich glaube so. So hätte ich gesagt. Oder? Warte, der ist doch zu hier noch. Achso, ja, mach mal offen. Ne, ne, hier ist so ein. So. Zack. So, ist fest. Ja, dann gucken wir, ob das Radio läuft. Schieb mal das alles hier so rein. So, wir haben auf jeden Fall den Vorteil hier, das Radio ist schmal. Wir haben reichlich Platz drinnen, unten, unterm Radio, das ist schön. So. Guck mal erstmal, ne? Ich weiß nicht, du hast das Zündschloss, das ist ab, ne? Ich weiß nicht, ob das. Nein, das ist kein Zündschloss. Ob die Zündung da irgendwie. Nee, das hat nichts mit der Zündung zu tun. Ach so, ist einfach nur Start, ja? Parallel geschaltet. Ja, funktioniert, geht sofort an. Ja, Radio geht auf jeden Fall schon mal an. Pumpkin startet. Wow. Sieht geil aus. Sieht natürlich geil aus, wie immer. Ja, wir machen die Zündung aus. Der startet natürlich weiter. Startet er weiter? Ne, ist auch wieder ausgegangen. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier. Also so bei VW, wie ich das kenne, wenn man die Zündung ausmacht, dann ist immer noch geschaltet. Das Plus ist immer noch da. Erst wenn man den Schlüssel zieht, dann wird der X-Kontakt, ist das X-Kontakt oder B-Plus oder so, ne, wird dann deaktiviert. Ja. So, hier ist es nicht so, wie auch immer. Strom ist auf jeden Fall da, wir werden eins machen, wir werden das jetzt zusammenbauen. Und wenn das alles komplett zusammengebaut ist, dann machen wir weiter. Weil wir werden jetzt hier kein Review machen irgendwie über die Funktionen, während das hier noch alles auseinander ist. Lass uns das erstmal schön machen. So, man sieht hier schon die Schraubenöffnung. Hier muss man das Radio festschrauben. Und ist da auch noch was? Ja. Da muss aber noch weiter rein. Ja, aber ich sehe das Loch schon, glaube ich. Meinst du? Ja, doch nicht, sind wir dran vorbeigegangen. Siehst du das vielleicht von der Seite oder so? Weißt du was, ich glaube sogar, du hast die falsche Schraube. Du musst die mit Feingewinde nehmen hier. Die ganz kleine? Ja, was? Genau die. Die kommen da nämlich rein. Sieht man das Loch? Ja, ist genau gerade vor. Wo ich auch einen kleineren Schraubendreher jetzt. Setzen wir mal die Blende hier drauf, ne? Das Kabel natürlich hier durch. So. So. Jetzt komm, jetzt mache ich mal meine Seite fest. Mhm. Und auch hier war die schwarze. Innen am Radio, weil hier ja eigentlich die Radioblende noch hingehört, aber die haben wir ja nicht mehr. So. So, dann machen wir hier die Blenden drauf. Das sind, die kommen, ich glaube, so, der kommt hier rein. So, sieht schon ziemlich geil aus. So, jetzt testen wir mal den Startknopf. Weiß der Geier, wo das angeschlossen war? Von rechts nach links
1 bis 4. Ja, pff. Ja, weiß der Geier. Ich würde sagen, auf Pin 1 und Pin 4 Zündung an und gucken, ob er startet und dann nach und nach alle nacheinander testen. Kannst ja nicht viel verkehrt machen. Entweder ist das die gleiche Phase oder er schließt den Kontakt oder halt nicht, ne? Natürlich beide gleichzeitig drauf hier. Gucken wir mal, ne? Okay, hier tut sich nichts. Gut, jetzt einen umstecken. So. Pin 2 und Pin 4. So. Ne. Pin 3 und Pin 4 kriegen wir die überhaupt nebeneinander? Oh, komm, die fallen schon von alleine raus hier die ganze Zeit. Ne. Dann drehen wir mal, glaube ich. Das ist ja egal, ich glaube, der schließt einfach nur. Na, warte, Pin 1 und Pin 2 hatten wir ja dann noch nicht, ne? Warte, wo war jetzt 1 und 2? Ist ganz außen. Hier, so, drauf. Nee. So, 3 nochmal. Kannst du doch nicht falsch machen an so einem Ding, ey. Jetzt haben wir hier. Oh, das nervt mich hier. So. Scheiße. Aus Schreck habe ich die Scheiße ausgemacht. So. Ja, jetzt muss das ja nur noch halten hier auch, ne? Alter, warte, Affenscheiße. Ja, hol dir neues. Halt mal so fest. So, Affenscheiße habe ich auch schon mal gesagt. Das ist das Zeug da oben. Habe ich mir eine ganze Rolle gekauft, ey. Geil. Und rein mit dem Zeug. So. Richtig schön hier. So, dass sich das bloß nie wieder löst hier. So, gucken, ob es funktioniert. Ha! Guck mal, Radio ist sofort da. Er ist nicht runtergefahren. Aber der geht jetzt aus, wenn, oder? Ich habe nicht auf Null gefahren. Ach so, alles klar. Ja. So. Sehr schön. So, Leute, kommen wir einmal zum Wesentlichen. Und dafür machen wir das Licht aus. Und wir schauen uns das Ganze mal so an. Ich sehe, das Radio ist ein bisschen zu hell, deshalb seht ihr nicht wirklich gut. Wir machen es ein bisschen dunkler, dann sieht es für euch direkt angenehmer aus. Für mich jetzt zu dunkel, für euch geil. Ja, wir können hier einmal so eine grobe Funktion, wir können hier einmal aufs X drücken. Wenn wir nachts unterwegs sind, haben wir den Bildschirm dunkel. Jetzt egal, wo wir drauf drücken, der Bildschirm kommt wieder, wir können es wieder ausschalten und so. So, hier haben wir den Knopf, um Apps zu beenden. Oh, guck mal, wie viele Apps schon offen waren, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Das ist bestimmt der Test gewesen vom Hersteller selber. Die Folie ab. Vielleicht ist... Oh, direkt mal ein Kratzer da rein. Ne? Ja, so. Protective Folie. Wenn wir Licht anmachen, haben wir direkt schön die Beleuchtung. Genauso wie die Armaturen, Leute. Also schön gelb. Wir haben hier einmal die Möglichkeit... Home-Button zu drücken, dann können wir hier zurückdrücken. Disk, wir haben jetzt keine Disk drin. Ich hoffe, im alten ist natürlich keine Disk drin gewesen. Wir können hier einmal Telefon abnehmen, auflegen. Wir verbinden unser Telefon mit Bluetooth. Ist gar kein Problem, funktioniert super. Was ich jetzt testen möchte, ist einmal die Lenkradbedienung, ob die wirklich nicht funktioniert. Muss dafür vielleicht die Zündung an sein? Ja, das Problem ist ja auch, das Lenkrad leuchtet ja auch nicht, ne? Ach, alles klar, okay. Das heißt, irgendwo wird wohl eine Strippe fehlen. Gut.
So, das ist einmal die grobe Übersicht. Dann Lenkrad funktioniert nicht, hat noch nicht mal Strom. So, wir haben hier eine leere Seite. Wir können hier einmal drauf drücken, dann gehen alle weiteren Apps auf. Alles, was installiert ist, finden wir hier. GPS-Info. Mal gucken, ob wir jetzt schon eine GPS-Info haben. Schaut mal hier, wir haben schon ein GPS-Signal. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir die Navigation aktivieren möchten. Machen wir das mal. Navi. Es geht Google Maps offen, Leute. Es ist keine GPS vorinstalliert. So, wir gehen aufs Radio. Die Tagesschrift geht demnach auch hervor. So, Radio ausgemacht. Wir schauen einmal, ob wir einen Radiosender finden. In Dortmund. 1Live hat er gefunden, also der Empfang wäre soweit halbwegs okay. Wir speichern den auf 1, kurz halten, zack. Und dann können wir hier sogar einen Namen eintragen. Und da machen wir 1Live, fertig, okay. Das muss man nicht immer machen, also das ändert sich sowieso von alleine 1Live. Ich habe es jetzt einfach nur so für euch gezeigt. So, dann haben wir hier, ja gut, die einzelnen Kanäle. Hier können wir in den Equalizer reingehen und da können wir uns einfach aussuchen, ob wir eine Voreinstellung haben möchten oder wir können das halt individuell hoch, runterziehen, zack. Und ja, soll jeder für sich entscheiden, wie er das haben möchte. Loudness, ein Schritt zurück. Radio verlassen, Home-Button, was haben wir als nächstes? Ich denke, was euch brennend interessiert, sind die Einstellungen. Was ist das überhaupt für ein Gerät? Und das finden wir hier unter System. Das habe ich zwar schon vorhin erzählt, aber wir werden jetzt noch einmal hier drauf schauen. Über das Tablet steht hier. Wir haben einmal PX5, 1024x600 Pixel, Android 8.0, Sicherungsupdate Oktober 2017, Kernel-Version, das ist egal, wir wollen hier einmal schon PX5, steht hier irgendwas mit Prozessor, nein, hier noch nicht, hier 8 Core 64 Bit CPU, Corex A53, 1,5 GHz, Speicher 3891 MB RAM-Speicher und wir schauen jetzt einmal, wie die anderen Speichermedien aussehen, ob er noch weiteren Speicher intern hat und zwar müssen wir hier einmal, wo war das denn nochmal? Über Speicher. So, da sehen wir, 6,56 GB sind verwendet von 32 GB. Also, da hat drinnen noch 32 GB RAM-Speicher, interner Speicher. Den können wir natürlich erweitern, hier mit zwei SD-Karten. Wobei hier steht, GPS kann trotzdem eine Standard-SD-Karte mit rein. Schauen uns einmal an, was wir für Hintergründe machen können. Zum Beispiel hier, gehen wir auf Display. Dann die Helligkeit, die hatten wir gerade, die machen wir nicht heller, sonst seht ihr nichts. Hintergrund, haben wir eine Galerie und in der Galerie sind keine Bilder vorhanden. Einfach eine SD-Karte oder USB oder über Handy verbinden und Fotos draufladen, wenn ihr mögt. So, Hintergrundbilder, da haben wir diverse Bilder, die wir uns drauf machen können, als Hintergrund festlegen, zack, fertig. So, hier haben wir noch einmal Hintergründe und ich glaube, das ist sogar so einer, der sich bewegt. So, hier, das ist nämlich Live-Hintergrund. Und den kann man auch als Hintergrund festlegen. Das sind hier Live-Hintergründe. Und hier werden wir sowas haben, da bewegen sich die ganze Zeit Perlen. Wenn man jetzt irgendwo drauf drückt, so Wasserblasen oder was, ne? Können wir als Hintergrund festlegen. Als Standardbildschirm oder als Start- und Sperrbildschirm. Machen wir so, zack. Fertig. Und hier noch einmal Live-Hintergrund, das wäre nochmal das Gleiche. Ja, so viel zu den Hintergründen. Dann haben wir hier die Schrift. Also wie eigentlich bei einem Android-Tablet kann man das Zeug hier einstellen und dann wäre es das so. Wenn wir auf Loudness gehen, wir haben den Loudness-Knopf, den wir sonst hier auch in den Equalizer haben. Wir können hier manuell nochmal den Equalizer verstellen in die verschiedenen Modis. Classic, Wohnung, Gesang, wie auch immer. Loudness aus, Loudness an. Dann haben wir hier die Radioeinstellung, wenn wir auf den Home-Button gehen. Na, was passiert dann? Passiert nichts. Wir müssen das Radio vielleicht mal aktivieren. Und Home. So, genau. Ich habe nämlich vorhin das Radio zurückgedrückt, also deaktiviert. So, wir haben jetzt 1Live. So, Tune, wir können hier, den kann man nicht drehen, nur ganz leicht, so, und da verstellen wir den Radiosender und wenn wir hier einmal drauf drücken, geht nicht,
Es ist nicht zum Drücken. Dann gehen wir hier einmal, wir gucken mal, ob wir Radio Hagen finden. Radio Hagen? Ja, hat er? Okay, Radio Hagen ist gespeichert. Dann haben wir AMS. Band. Okay, hier schaltet er zwischen den einzelnen Bändern. Ja, Leute, und das war's mit diesem Radio. Navigation, Telefon, Media Player, Radio, Video. Video, da müssen wir natürlich ein bisschen Videomaterial haben. Hat er jetzt natürlich nicht. Gehen wir einen Schritt zurück. Navigation haben wir gerade gezeigt. Telefon, verbindet es mit eurem Handy. Handy koppeln und dann habt ihr eine Freisprecheinrichtung. Mikrofon, wie schon erwähnt, hier oben und läuft wunderbar. So, und das wär's eigentlich. Media Player, mega geil. Entweder USB-Stick ins Handschuhfach, hier in der Speicherkarte rein oder das Handy mit USB verbinden, funktioniert wunderbar. Oder sogar über Bluetooth. Über Bluetooth könnt ihr das Handy auch verbinden und dann habt ihr ja, die Musik über Bluetooth laufen. Das ist auch eine coole Sache. Easy Connect, wenn ihr euch die App hier auf euer Handy drauf lädt und mit dem Radio, dann habt ihr praktisch den Handybildschirm auf dem Tablet. Das muss aber, ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Ich weiß nur, dass das eine richtig coole Sache ist. Mein Neffe hat es benutzt und er sagt, er war damit sehr zufrieden. Ja, Leute, und das war's mit dem Einbau des Android-Radios in ein BMW E39. Ja, sieht ganz schick aus. Mir gefällt es wunderbar. Also das habe ich jetzt, ja, also bis jetzt in allen Autos, wo ich die Android-Radios reingeschmissen habe, hat es mir gefallen. Die passen immer wunderbar. Wir schmeißen jetzt nochmal so ein Auge da drauf. Und so sieht's aus, Leute. Richtig, richtig sexy. Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt sie unten rein. Eigentlich funktionsweise vom Android-Radio überall das gleiche. Wir haben ja, die gleichen Funktionen. Die Knöpfe sind teilweise anders belegt. Aber sonst vom Funktionsumfang ist es immer das gleiche. Ihr habt hier gesehen, dass das Gehäusedesign von innen ist viel kleiner als die anderen Radios, die ich eingebaut habe. Von außen sieht es halt aus wie so ein BMW Original-Navi. Und ja, jetzt muss man einfach nur damit fahren und rumtesten. GPS habt ihr gesehen, hat er. Radioempfang ist auch da. Ob der gut ist, werden wir zukünftig sehen. Sollte er nicht gut sein, holen wir raus, machen eine aktive Antenne rein. Für alle, die sagen, ne, das wird sowieso nicht funktionieren. Ja, macht euch von vornherein eine aktive Antenne rein mit Phantomspeisung. Dann habt ihr von vornherein auf jeden Fall kein Problem mit dem Radioempfang. Ja, Bluetooth haben wir gerade getestet, funktioniert wunderbar. Der Sound ist einfach geil. Also wir haben den Sound natürlich hier einen Soundcheck gemacht. Der Sound ist geil in diesem Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, wie es vorher war, wie es nachher, wie es jetzt ist. Aber ich kann nur eins sagen, so ein Originalradio hier, ne? Also so ein Ding, was da vorher drin war. Ich weiß nicht, ob hier der Sound, was für ein Baujahr ist das? 2001. So ein 20 Jahre altes Auto, das haben mich auch schon Leute gefragt, wie ist der Sound? Ich sage euch eins, auch wenn ihr eine Glasfaserleitung habt hier im Auto oder sowas, aber wenn das System 20 Jahre alt ist, dann ist alles noch ja, analog, ne? Auch die Endstufen, die hier verbaut sind und alles. Ist einfach schlechter. Schlechter als das billigste Standardradio, was man heute einfach bekommt. Der Sound ist einfach geil. So, 4x50 Watt, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, 4x50 Watt, wie in jedem anderen Standardradio auch, also wird hier wahrscheinlich eine Standard-Endstufe verbaut sein und das war's in diesem Video. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr mir unten irgendwas unten reinschreibt. Habt ihr so ein Radio schon mal eingebaut, getestet oder sowas? Habt ihr eine Lenkradbedienung, habt ihr einen CD-Wechsler, habt ihr das noch zusätzlich mit irgendwas verbunden? Lasst es mich unten wissen oder auch die Leute, die sich dieses Video anschauen und weitere Funktionen nutzen möchten. Schreibt es unten hin, damit die Kollegen, die nach weiteren Funktionen suchen, unten von euch euer Kommentar finden und quasi eine FAQ ja, für die Zuschauer, die nach Hilfe suchen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst. Ciao, euer Schrauber. Ciao, Chris. Vielen Dank nochmal. Ne? Vielen Dank, dass du da warst. Wunderbar. Wir sehen uns demnächst auf YouTube, wa? Mit Sicherheit. Tschüss. Macht's gut, ciao.